60 haben sich qualifiziert und dann geht's los. Für Philipp Navrat schicken wir ihn auf die Reise in Gelb. Gelingt es ihm, wie Franziska Beuys, das zu behalten und mitzunehmen. Dann nach Österreich, nach Hochfilzen in der kommenden Woche. Tarje Bö, der Zweite, 19 Sekunden, dann direkt hinten dran. Vebjørn Sørum, 7 Sekunden später dann Sebastian Samuelsson. Jetzt geht's los für ihn. Dann Johannes Dahle, Endre Strömsheim, die beiden Norweger, dann schon mit einem Abstand von 20 Sekunden auf ihn. Und er will natürlich unbedingt hier beim Heimweltcup endlich mal oben stehen. Aber wir haben es gesehen, auch für ihn muss da alles zusammenpassen, so wie es bei Philipp Navrat der Fall war. So, jetzt mit der 8, rechts im Bild Johannes Kühn. Da haben wir ihn, 57 Sekunden seinen Rückstand. 10. Laufzeit, sehr gut unterwegs gewesen im Sprint. Gefolgt von Vetles Jastad, Christiansen und direkt dahinter dann auch Benedikt Doll. Das ist hier eine stramme Runde, beziehungsweise diese drei Athleten da vorne weg. Und hätte ihn dann nicht zu vergessen, Martin Ponsiluoma und Sebastian Stalder, der hier auch in hervorragender Form ist. Justus Schrelo, da haben wir ihn mit der 15, 1,17 zurück. Er ja auch mit seinem ersten Podium in den Tagen und dann das rote Trikot. Oh, 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 oh. Johannes Tinjes Bø ist da zu früh raus, muss er nochmal zurück. Da werden wir jetzt dann die Zeitnahme beobachten. Er ist zurückgegangen. Oh, ja. Kann mir vorstellen, das ist eine Entscheidung. Ich will jetzt da gar nichts vorwegnehmen. Also gehen wir davon aus, dass er gleich hier irgendwie mit einem Sternchen markiert wird und das Ganze dann nochmal an die Jury geht, die das dann genau beurteilen muss. Ist er zu früh los? Nochmal zurück, um die Zeitnahme dann korrekt auszulösen. David Zobel jetzt als letzter Deutscher ins Rennen gegangen. 12,5 Kilometer, 5 Runden A 2,5. Roman Reis, wie gesagt, nicht mit dabei. War ja zu Beginn der Woche eben durch einen Infekt ein wenig gebeutelt. Gesundheit geht vor. Wir sind zu Beginn der Saison, auch wenn es so prächtig läuft. Und Roman Reis ja auch mit dem Sieg hier, seinem ersten Weltcup-Sieg, eine tolle Leistung gebracht hat. Aber im Sprint war es dann doch ein Stück weit hinten. Da hat es nicht ganz so zusammengepasst. Und Übergang nehmen. Sauber arbeiten, Konzentration am Stand. Komm. Ja, und das ist jetzt die Frage. Philipp Navrat läuft vorne weg. Alle haben es jetzt verstanden, dass der in der prächtigen Laufform ist. Ist wirklich ein Kraftpaket, dieser Philipp Navrat. Tarje Bø, 19 Sekunden dahinter, dann Sørum, dann Samuelsson. Was werden die tun? Da kommen drei. Ja. Samuelsson hat schon aufgeschlossen, aber er wird auch nicht aufs Messer jetzt da laufen. Der Philipp ist zu stark hier, 25 Sekunden. Das ist der Abstand, den Samuelsson fast hatte. Also und die anderen beiden verloren haben. 6 Sekunden haben die jeweils verloren auf Philipp Navrat. Ja. Der da vorne angeht. Klar, heute wird viermal geschossen auch. Darauf wird viel ankommen bei diesen kurzen Laufrunden. Und Tarje Bø mit dabei. Vorne an dritter Position. Dann hier mit der neuen Vetles Jastad, Christiansen, Johannes Kühn. Rhythmus aufnehmen. Komm. Jawohl, hopp, Benny, hopp. Martin Ponsiluoma und dann unverkennbar Benedikt Doll, der nochmal betont hat, seiner Schießleistung bisher, zumindest in den Einzelrennen, ganz zufrieden zu sein. Sein Ziel ja mit der neuen Waffe 90% zu stabilisieren in dieser Saison. Das hat er bisher geschafft. Mit der Laufform sagt er, ist er noch nicht ganz so zufrieden. Schritt aufnehmen und mitgehen. Hopp, Justus, komm, jawohl. Aber da hat er selbst gesagt, es kann vielleicht auch ein bisschen an den Temperaturen hier liegen, dass er da noch nicht so in der Topform ist. Johannes Tinjes Bø, 1,32,9, sein Rückstand, 18. wie gesagt, 1,35 waren es. Und da haben wir die Situation nochmal, da geht er raus, jetzt geht er zurück, geht er auch ganz zurück, meines Erachtens nicht. Ja. Bleibt da so zwischen diesen beiden gerade so. Ja, und da ist schon ein nachdenklicher Trainer da draußen mit Siegfried Massé. Das zeigt aber auch, wie verunsichert Johannes Tinjes Bø ist. Das ist ja nicht gewohnt, dass er als 18. im Pulkkreis läuft. Dass so viele vor ihm weglaufen. Starten wir mal immer als Erster. Ja. Absolut. Ja, und die Rückstände bleiben exakt gleich. 26,1 Sekunden waren es bei der letzten, jetzt auch 26,1.
Philipp Navrat läuft hier sein Tempo. Ja, und dann wird man sehen müssen, eben das erste Schießen und dann geht es in die zweite Runde. Da wird das Ganze sicher noch ein bisschen forscher vonstatten gehen hier. Didier Bionach, jetzt hier direkt vor den Skiern von Johannes Kühn. Dann Ponzilio Oma, Benedikt Doll und Stalder. Ja, ist eine gute Gruppe, passt gut zusammen, diese fünf. Und dann ist er da, Brille hoch. Der nochmal betont, das wird sicher emotional ein bisschen anders heute und dann so ganz alleine da vorne wegmarschieren. Mach's noch einmal, Philipp. Ja, ganz, ganz sicher von Philipp Navrat. So, Jungs, ich bin schon mal weg. Erstes Schießen, alles top. Tarje Bö, Sebastian Samuelsson, Vebjørn Sørum. Ah, da geht schön zur Sache. Sørum in die Strafrunde. Samuelsson ebenso. Tarje Bö, der kommt durch. Erster Verfolger von Philipp Navrat. Die anderen müssen Luft dazwischen lassen. Durch die Strafrunde. Da biegen sie ab. Und wir schauen hier natürlich auf Kühn und Doll. Benedikt Doll haben wir hier groß im Bild. Kühn mit zwei Treffern. Schade für Benedikt Doll. Auch der muss hier den Umweg in Kauf nehmen. Johannes Kühn, ja, der schafft's. Der trifft alle fünf Scheiben. Er kommt da sehr, sehr gut rein in diese Verfolgung. Navrat also 31,5 Sekunden vor Tarje Bö. Dann Florent Claude aus Frankreich, 48,3 sind es da schon. Und wir schauen auf Justus Frelo, der hier auch alle fünf Scheiben getroffen hat. Und dann ist auch David Zobel da. Schnell noch Sebastian Samuelsson an Rang 6. 50,2 Sekunden nach der Strafrunde. Ja, auch der schafft das prima hier mit den fünf Treffern. Also Benedikt Doll, der Einzige aus deutscher Sicht, der hier einmal daneben lag. Navrat vor Bö, vor Claude. Johannes Kühn an 9. Strelo an 12, Doll an 13. Das sind die Platzierungen im Moment. Mit David habe ich gestern noch mal gesprochen, ob seine Probleme beim Laden und dass die Schüsse nicht losgegangen sind. Er meint, er hat das Schloss vielleicht nicht immer komplett zugemacht. Bei dieser kalten Temperatur sollte man eben die Gewehre und vor allem die Schlösser komplett von Fett und Öl befreien, damit da keine Widerstände auftreten. Und das war vielleicht hier der Fehler, das Gewehr, speziell das Schloss, nicht sauber genug getrocknet zu haben. Ja, Philipp Navrat also gestern mit dem perfekten Ganz sauber, Rennen. Ganz sauber, super gemacht. Ganz saubere Treffer, keine Tendenz, genauso weiter, 31 nach hinten. Hier drüber hier. Ab. Jawohl. Komm. Jawohl. Gut so. Komm. Sie haben es gesehen, eingeblendet. Da gibt es eine Strafe. Anton Sinapov aus Bulgarien. Den hat es da erwischt. Da haben wir Tarje Bö wieder in der zweiten Position. Ja, er hat gestern noch mal erzählt, dass er nach dem zweiten Schießen rausging, dann gesehen hat auf der Wand, dass er vor Samuelsson liegt und gedacht hat, mein Bruder hat einen schlechten Tag. Heute hole ich mir den Sieg. Und dann beim nächsten Trainer hieß es, der Navrat kommt. Da sagt er, oh, oh, don't smash my day. Und am Ende ist es dann aber so gekommen, dass Philipp Navrat dann vor ihm gelegen hat um 19 Sekunden. Und Tarje Bö ein wenig das Nachsehen hatte. Und Tarje verliert jetzt wieder 4,5 Sekunden auf Philipp Navrat. Samuelsson holt auf 8 Sekunden. Der will jetzt natürlich daran. Und die Norweger sind sich nicht einig. Der hat hier Sebastian Samuelsson wirklich unheimlich geschuftet über den Sommer, um genau da hinzukommen. Und dann gelingt es ihm am Schießstand nicht ganz.
Ja, Johannes Lukas hat auch gesagt, dass sie nicht ganz so mit dem Material da sind, wo die deutsche Mannschaft ist. Aber Sebastian Samuelsson, wie gesagt, mehr als die beste Laufleistung kannst du nicht anbieten. Aber im Sprint waren es dann eben wieder zwei Fehler. Benny, Platz 12. Jawohl, Justus. Sauber mitziehen. Schritt aufnehmen. Locker bleiben. Machst du gut so. Komm. Und ran in den Schatten. Hopp. Dolfo, Ponziluoma, Giacomelli ist da mit dabei. Dann kommt Johannes Tinjesbö, 1,34, nach wie vor also großer Rückstand für ihn. Und es hat keine Konsequenzen gegeben aufgrund des Starts, den Johannes Tinjes da vollzogen hat. Das wäre uns jetzt auch schon angezeigt worden. Also alles in Ordnung, zumindest von der Seite für Johannes Tinjesbö. Insofern hat er dann gut reagiert bei diesem Fauxpas. Und hier in der Laufstudie Philipp Navrat, der 30-Jährige vom Skiclub Nesselwang. Mit den Ruppolding bei der Landespolizei dort. Immer noch in engem Kontakt mit seinem großen Vorbild, mit Michael Greis. Und das sind die Verfolger. Das ist Tarje Bö und hinter ihm Sebastian Samuelsson. 34,7 Sekunden. Nochmal 3 Sekunden dazwischen gelegt zwischen Navrat und Tarje Bö. Abstand nochmal um 3 Sekunden größer geworden. Und Johannes Kühn hier neben Didier Bionna. Und da hinten dran Sebastian Stalder, der hier mit seinem 5. Rang im Einzel ein absolutes Top-Ergebnis geliefert hat, der Schweizer. Und dann ist Philipp Navrat da. Zweites Schießen, noch einmal liegender Anschlag auf die kleine Scheibe. Bewegungen sehen sehr flüssig aus. Jetzt hier beim zweiten Nachfassen erst in den Unterstützungsringen eingehakt. Oh, Glück. Ja, sehr gut. Mit etwas Glück im 4. Schuss. 10 Treffer wieder liegend. Sehr gut, Philipp Navrat. Und die anderen, die kommen da hinten erst an den Schießstand. Ja, insgesamt ja auch wirklich eine neue Situation, da so vorne wegzulaufen für Philipp Navrat. Im gelben Trikot. Was machen die beiden Verfolger? Und die nächsten sind auch schon da. Wieder Strafrunde Samuelsson. Es gelingt ihm einfach nicht. Und Tarje Bö profitiert erneut, kann direkt in die nächste Laufrunde rein. Dörum auch mit fehlerfreiem Schießen. Und Samuelsson muss dann wieder hinterher. Johannes Kühn sehen wir hier groß im Bild. Nach wie vor auch noch sehr, sehr gut im Rennen. Stalder jetzt mit Fehler. Oh, jetzt auch Johannes Kühn. Nimmt die Strafrunde hier mit. Stalder gleich 2. Oben eingeblendet die Scheiben von Justus Strelo. 3. Treffer und Benedikt Doll. Der zieht nach. Justus Strelo, 5 Treffer. Erneut. Und Benedikt Doll kann diesmal die Strafrunde vermeiden. Also liegender Anschlag. Wieder 90%. Eine nur daneben. Und jetzt geht's hier mit Strelo, mit Ponziluoma. Und mit Giacomel, der muss abbiegen, der Italiener, in die Runde, aber mit den anderen beiden auf die nächste Laufrunde. Und Philipp Navrat baut seinen Vorsprung aus, jetzt schon 40 Sekunden Vorsprung auf Tarje Bö. Vor dem dann folgenden 2 Schießen im stehenden Anschlag. David Zobel, die letzte Verfehlter, jetzt muss er auch abbiegen in die Runde. Verschlussklappe zu. Also Navrat vor Bö, vor Sörum. Im Prinzip die 3, die auch im Sprint ganz vorne waren. Dann Christiansen von 9 auf 4. Fabian Kloth von 7 auf 5. Samuelsson auf Rang 6, 57,2 Sekunden. Sein Rückstand, also er kommt da nicht dran. Durch die Fehler am Schießstand Strelo auf 10. Doll auf 12, Kühn auf 13.
viel Verkehr jetzt hier. David Zobel muss sich da einreihen. Direkt vor ihm mit der 27 Anton Widmar aus Slowenien. Ein Landsmann von Uroš Velepec, den wir hier hinterm Glas sehen. Genauso weitermachen. Volle Konzentration, mach dein Ding. 40 nach hinten, ist ganz stark unterwegs, laufen passt. Rüber gehen hier, komm, und dann konzentrieren beim Stehen. Hopp! Kontrollieren beim Stehen, ruft Jens Filbrich ihm zu, dem Philipp Navrat. Ich kann mir vorstellen, dass solche Vorsprünge zu verwalten einfach ist. Er hat viel Zeit, um nachzudenken. Aber bisher macht das natürlich überragend. Niemand hat die Möglichkeit, ihn nur annähernd auf die Pelle zu rücken. Sebastian Samuelsson dahinter Fabian Kloth. Auch Fabian Kloth hier mit diesem siebten Rang im Sprint. Top-Ergebnis geliefert. Und die drei Norweger hier im Einklang fast. Sørum, Tarje Bø und Vetlesjastad Kristiansen. Wieder 3 Sekunden verloren auf den alleine laufenden Philipp Navrat. Und Samuelsson baggert hier und keult hier und versucht seine Runden immer zu kompensieren. Das alte Lied, musst du nachlegen, schneller laufen und dann triffst du halt nichts mehr. Und das geht ja auch im Kopf nicht ganz spurlos vorbei. Während eines solchen Rennens. Endres Trömsheim, weiterer junger Athlet. Tarje Bø hat noch mal gesagt, ja, im Moment ist es tough, sich zu qualifizieren. 11, komm Justus, komm. Platz 12, komm, versuch mitzugehen hier, hopp. Genau, hopp, mitzugehen mit Benedikt Doll. 13, komm, weiter, hopp. Das war ja schon immer so, dass die Norweger wirklich über ein großes Reservoir und absoluten Top-Athleten haben, wenn wir hier Johannes Tinius Bø sehen. Aber jetzt haben sie eben die Qualifikation geöffnet und die Möglichkeit besteht für viele, viele da, sich zu qualifizieren. In den Trainingslagern, hat Tarje Bø noch mal erzählt, sind die A- und B-Mannschaften immer zusammen. Da haben sie schon gesehen, dass die Jungen da kommen. Sørum und Strömsheim. Aber sie schlagen auch gleich zu mit einem Podestplatz, mit Top-10-Plätzen. Und wir bereiten uns so langsam vor auf das erste Schießen im stehenden Anschlag von Philipp Navrat, der hier seine Kreise zieht. Und die drei Norweger, jetzt gefolgt von Sebastian Samuelsson, momentan nichts ausrichten können. 43,5 bei der letzten Zwischenzeit. Und jetzt, auch hier konnten sie nichts gut machen. Sind also auf die Fehler von Philipp Navrat angewiesen, wenn sie denn kommen. Fabian Kloth um diese Spitzkehre und dann rein in die Abfahrt. Und er ist schon wieder im Stadion, der Philipp Navrat. Und hier ist das ganz, ganz ruhig. Alle beobachten sie ihn. Ganz ungewohnt, dass eben hier nicht Johannes Dennis Bø reinkommt als Erster, sondern ein Deutscher mit Philipp Navrat. Für wirklich alle ist das völlig neu. So, durchatmen. Nicht nur Philipp Navrat, auch wir. Daumen drücken, Philipp. Der erste müsste klappen. Jetzt muss er in die Runde. Das Polster hat er locker. Jawohl. Dann hat er durchgezogen. Bei sich bleiben, sagt Jens Filbrich nochmal. Alles nicht so ganz einfach. Also eine Runde, aber das hat er ja locker drin. Die anderen müssen ja eben auch jetzt ran. Vom Vorsprung her 40,3 waren es nach dem zweiten Schießen. Er hat sich ja noch ein wenig erhöht, wie wir gesehen haben. Jetzt also hier die Verfolger von Rang. Alles große Namen. Außer dem jungen Sørum. Der ist neu, aber eben auch schon Podestläufer. Zwei Strafrunden, Sørum Samuelsson. Der kann sich jetzt mal hier als Erster auf den Weg machen. Kristiansen muss abbiegen. Tarje Bø wieder ein gutes Schießen. Richtig sicher auch Tarje Bø im Schießen.
Und jetzt schauen wir mal, Sebastian Samuelsson auf 2, jetzt sind es nur noch 16,8 Sekunden. Also, das ist ordentlich geschmolzen. Schauen wir auf die weiteren Deutschen, Strelo, Kühn und Doll. So, Benedikt Doll, vierter Treffer. Eine Strafrunde, Strelo muss ihm folgen. Und was macht Johannes Kühn? Auch der muss diese 150 Meter abarbeiten. Zusätzlich also Navrat ganz vorne, 16,8 auf Samuelsson, 19,6 auf Tarje Bö. 19,6, das ist der Vorsprung in etwa, den er hatte auf Bö beim Start. Ja, es ist aber weniger als eine Strafrunde quasi. Ja. Also das läuft hier alles auf das letzte Schießen wieder einmal hinaus. Die Entscheidung in dieser Verfolgung. Und das macht es nicht leichter für Philipp Navrat. Da vorne weg, der kriegt die Daten, der weiß, wie dicht die ihm jetzt folgen. David Zobel. Und den einen noch. Ja, gut gemacht. Sehr gut, David Zobel. Also, Benedikt Doll auf 10, Strelo auf 12, Kühn auf 14. Zurückgefallen also Johannes Kühn. Als Achter ins Rennen gegangen. Und David Zobel hier, ja, im Anschlussbereich momentan auf dem 21. Rang, ja. Dem fehlt noch so wenigstens mal die halbe Norm. Und schauen wir noch mal auf das Schießen von Philipp Navrat. Ja, der war knapp daneben. Wir haben es ja gesehen vorhin. Ganz knapp rechts. Jetzt muss Samuelsson die Initiative ergreifen. Er will sicher hinlaufen, weil Samuelsson tatsächlich ein guter Stehenschütze ist. Aber das wird Körner kosten. Tarje Bö glaube ich nicht, dass der da hinläuft. Und Philipp ist ja großartig unterwegs. Also Höchstspannung auch in diesem abschließenden Rennen hier in Österreich, wie schon bei den Frauen zuvor. Tarje Bö, jetzt haben wir hier mal in der Perspektive den Abstand. Und drüber gehen hier, hopp, und dann machst du das, komm. 16,8 Sekunden war der Rückstand von Sebastian Samuelsson. Jetzt sind es nur noch 10,8, also der Vorsprung von Philipp Navrat schmilzt. 19,6 waren es für Tarje Bö. 19,5, unverändert. Sehr gut, Fabien Claude, der sich hier mit dreimal fehlerfrei nach vorne gearbeitet hat. Schon vierter Platz jetzt für ihn. Ja, steht ein Sprint, also auf ähnlicher Fährte unterwegs. Wettmesjahrstart Christiansen, auch mit der sechsten Laufzeit im Sprint gezeigt, dass er in guter Form ist. Und das ist ja auch einer, der ausgebufft ist, so fürs letzte Schießen. Schlussläufer in der Staffel für die Norweger eben auch aus diesem Vermögen heraus, mental da abschließend so stark zu sein. Und Sørum, der jetzt zurückgefallen ist nach der Strafrunde, nach Zweien. Hinter ihm Martin Ponsiluoma mit der Elf. Und dann kommt Benedikt Doll. Auf den, ja, Johannes Tinjes Bö ist jetzt an ihm vorbeigegangen. Auf geht's, jawohl, hopp, ciao. Ja, und hinter ihm kommt dann Fillon Maillet. Ja, versuch mitzugehen hier, komm. Kurzer Haarrhythmus, vertrau auf deinen Ski. Komm, Übergang, hopp, auf geht's. Ja, Fillon Maillet mit den drei Schießen einen Fehler, dennoch recht weit zurück. Sucht auch noch nach der Form, Quentin Fillon Maillet. Der Olympiasieger von Peking in der Verfolgung. Aber da vorne, da geht es jetzt so richtig zur Sache. Der Sebastian Samuelsson, der sieht den Deutschen da vor sich laufen. Und Tarje Bö, der wird bemüht sein, vielleicht nach hinten. Nach vorne nicht zu viel zu riskieren vor dem abschließenden Schießen. Sehr dynamisch, Philipp Navrat. Wir haben es ja mehrfach erwähnt. Während der Woche Mittelfußbruch im Sommer, viel für den Oberkörper getan in der Zeit, weil nicht mehr ging. Das, was Johannes Dinnesbö gerade über sich sagt, dass ihm das so ein wenig fehlt. Aber jetzt
rutschen wir mit ihm hinein ins Stadion von Östersund. Gibt es hier im 10. Rennen wieder so ein Top-Ergebnis für die deutsche Mannschaft? Das letzte Schießen so schwierig wie alle drei vorherigen zusammen. Also das muss man schon sagen, auch unter diesem Druck jetzt erstmals für Philipp Navrat. Und das Stadion dahinter, Samuelsson, ist doch klar. Und jetzt kommt er rein, wieder auf Matte 1. Was hat er jetzt im Kopf? Das kann mein zweiter Sieg werden. Am besten alles ausblenden. Es gibt Hilfsbilder, es gibt schon die Möglichkeit. Aber das musst du erstmal bringen. Das musst du hinbringen. Er hört jetzt gleich, Entschuldigung, wie Sebastian Samuelsson dann neben ihn auf die Matte kommt. Auf den Ablauf konzentrieren. Nichts anders machen. Leichter gesagt als getan. Vor allen Dingen, dass da links von ihm ausblenden. Erster Treffer geschafft. Oh, setzt noch mehr an. Gut so. Gut so. Fehler. Fehler jetzt, beide aber Fehler. Beide. Oh, Tariel Böe am Ende. Wieder der Nutznießer. Bisher alles getroffen. Ja, gut, er geht mit raus. Das wird ein Duell auf der letzten Runde zwischen den Laufschnellsten der letzten Rennen. Und was macht Tariel Böe? Holt er sich hier den Podestplatz, greift er ganz vorne an. Jetzt muss auch er in die Runde. Und auch Fabian Kloth. Also, der muss gleich zweimal. Da verändert sich nicht viel da vorne. Das läuft hier auf ein Duell zwischen Navrat und Samuelsson hinaus. Was macht Christiansen? Ja, der trifft jetzt. Der kann sich da noch zumindest ein Stück weit hinten dran setzen. Das ist jetzt das Duell um den Sieg in dieser Verfolgung. Aber eins ist klar. Das wird wieder ein Top-Ergebnis. Wieder ein Podestplatz für die deutsche Mannschaft. Christiansen 7,9 Sekunden zurück. Aber ganz so stark wie die beiden da vorne ist er nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass er da noch eine Rolle spielt um den Sieg. Allerdings wird es jetzt eine richtig schwierige Aufgabe für Philipp Navrat. Denn der Schnellste läuft vorne weg. Und wir wollen die beiden Kühn und Doll hier, die weiteren deutschen Athleten, nicht aus dem Blick verlieren. Benedikt Doll liegt jetzt doch arg daneben mit gleich zwei Fehlern. Strelo oben auch schon mit einem roten Punkt versehen. Und Johannes Kühn macht das richtig gut. Immer wieder müssen wir auch sagen, da hat er leichte Probleme. Aber dieses abschließende Schießen hat er klasse hingebracht. Alles getroffen, der Johannes Kühn. Ich glaube, jetzt können wir es langsam begraben, dass er eine Schwäche hat im stehenden Anschlag. Sollten wir auch gar nicht mehr erwähnen. Er macht das gut und einwandfrei. Herzlichen Glückwunsch, Johannes. Ja. Momentan auf dem 10. Rang, gefolgt von Giacomel. Und Sörum, auch das ist nochmal ein ordentliches Trio mit Dahle noch. Na, Dahle ist 3-4 Sekunden hinten dran. Und das ist David Zobel, der ein bisschen in der deutschen Mannschaft hier hinterherläuft, aber das sehr gut managt. Auch die letzten 5 Scheiben hier alle trifft. Sebastian Samuelsson. 1,4 Sekunden war es und kann der Philipp Navrat da nochmal hinkommen. Momentan sieht er vorne sehr dynamisch aus und sieht doch so aus, als sei der Abstand jetzt schon etwas größer geworden. Jetzt kommt hinten Christiansen. Innerlich, glaube ich, hat Philipp Navrat jetzt aufgegeben. Er wird jetzt nur schauen, dass er den zweiten Platz hier verteidigt. Tariel Böe wittert ein wenig Luft. Ja, und damit wird Philipp Navrat sich ja auch das gelbe Trikot behalten können, wenn er hier Zweiter wird. Mit einem ersten und einem zweiten Rang. Ja, da geht es jetzt auch nicht mehr so leicht, schon beim Schub in die nächste kleine Abfahrt, fast aus dem Gleichgewicht gekommen. Er kann ein wenig regenerieren. Einfach mal Gas. Komm. Samuelsson sieht schon stark aus. Er sieht schon sehr, sehr dynamisch aus. Hat Stunden auf seinem heimischen Laufband verbracht. Und was macht Vettlesjaus dort? Christiansen? Ist natürlich Christiansen, der hier an der dritten Stelle läuft. Nicht Tariel Böe, wie ich vorhin gesagt habe, da habe ich mich versehen. Er versucht, die Frequenz hochzunehmen. Nehmen Sie noch so, mal jetzt hoch. Können wir mal hinschauen. Also das ist klar, nicht dass so der Abstand größer geworden ist. Nach hinten 5 Sekunden. Aber zwischen den beiden jetzt 7-4. Also. Kommt sie drüber, volles Rohr. Hopp. 6 Sekunden verloren. Christiansen ebenso. Er hat sich ein wenig nur rangeschoben an Philipp Navrat. Nicht entscheidend. Rein in die Abfahrt. Neun Podestplätze waren es insgesamt jetzt für die deutsche Mannschaft, für die Frauen und die Männer. Jetzt kommt hier der 10. hinzu. Frage ist noch, welche Position? Momentan sieht es sehr geordnet aus da vorne mit 1, 2 und 3.
Das war jetzt auch ein Abschnitt, an dem müsste eigentlich Philipp zumindest den Christiansen nicht näher kommen lassen. Genau! Na, schau! Gut gemacht! Jetzt gehst du auf Platz 8! Das ist Platz 8! Komm! Zieh drüber! Komm! Was wäre die Platzierung, die er schon im Sprint hatte und damit die WM-Norm geknackt hat? Einmal erste 8, zweimal 15. erste 15. Und das ist der Abstand zwischen Platz 2 und 3, da verändert sich nichts. Genau, das war eben jetzt so ein klassischer Abschnitt für den Philipp Navrat in der 1-1er-Technik. Dank seiner Oberarme, seines Oberkörpers konnte er da wirklich Tempo machen. Christiansen kam nicht entscheidend näher. Ja, und Sebastian Samuelsson sieht hier wieder sichere Sieger aus. Philipp Navrat muss diesen zweiten Platz halten, wenn er das gelbe Trikot behalten will. Sonst nimmt sich das der Kollege Samuelsson aus Schweden. Aber das sieht ja momentan alles sehr, sehr gut aus. Auch er noch dynamisch unterwegs. Christiansen springt jetzt nochmal an. Das ist schon die Kehre hier vom Stadion. Das hat jetzt Philipp Navrat aber spätestens gesehen, als er da rum war um die Kurve und den Christiansen da hat kommen sehen. Und bislang, wie gesagt, das Material der deutschen Mannschaft sehr, sehr gut. Und jetzt wird es hier richtig, richtig laut ins Stadion. Und Philipp Navrat folgt dem Sebastian Samuelsson. Christiansen gibt alles, springt da nochmal diesen letzten kleinen Hügel hoch. Aber da wird er nichts mehr ausrichten können. Das Ding ist gelaufen. Sebastian Samuelsson gewinnt dann doch noch hier in Östersund. Ja, und da fordert er das Publikum auf. Ich habe es endlich geschafft. Wie gesagt, hier mit Laufbestzeiten. Jawohl, und das ist die erlösende Faust. Und wir gratulieren Philipp Navrat für die zweite Podestplatzierung in dieser Woche nach dem Sieg heute auf Rang 2. Gratulation, 10. Podestplatz für die deutsche Mannschaft. Überragend diese Tage hier. Das werden sie alle so schnell nicht vergessen. Und er ohnehin nicht, denn er darf sich in Hochfilzen das gelbe Trikot wieder überstreifen. Dann kommt Tarje Bö heute neben dem Podest auf dem 4. Rang. Aber das war schon beeindruckend. Und dann kommt hier mit der 6 Endre Strömsheim, bestätigt mehr als sein Sprintergebnis. Und dann da hinten mit der 3 Sörum und ganz rechts Johannes Kühn, der da die äußerste Spur nochmal gewählt hat, um nochmal zu versuchen, ein bisschen vielleicht sogar noch vorbeizugehen an Fionn Maillet. Da kommt es jetzt zum Fotofinish um Rang 9. Also der Norweger Dahle, der hat sich da nochmal davor geschoben auf den 8. Rang. Samuelsson also vor Navrat und Christiansen, dann Tarje Bö. Puh, Spannung pur. Kann er mehr als zufrieden sein, auch heute der Philipp Navrat. Wie gesagt, komplett neue Situation für ihn, in Gelb zu laufen, vorne weg zu laufen, auch wenn der Vorsprung groß war. Aber die Gedanken kommen ja dann und es spitzt sich dann eben zu auf die letzten Schießen, gerade dann eben auch aufs allerletzte. David Zobel als 16. hier reingekommen. Damit hat er 14 Plätze gut gemacht. Sehr ordentliches Rennen, eine Strafrunde nur. Justus Strelo als 17. David Zobel, die 4. isolierte Zeit heute, also Tageszeit, hervorragend. 27 hinter Christiansen, der heute die schnellste Tageszeit hat, die wir hier links sehen. Ja, der hat in der letzten Runde, da ist er diese Anstiege nochmal hochgesprungen. Das Duell hier nochmal um den 21. Rang zwischen